Turi 2 TV. Medien und Marken live. Arne Wolter, Digitalchef von Gruner und Jahr. Wie verdienen Verlage in der digitalen Welt künftig ihr Geld? Seit kurzem beantwortet Gruner und Jahr diese Frage auch mit Influencer-Marketing. Das gilt ja vielen als nicht ganz seriös, so ein bisschen Halbseiten. Warum machen Sie sowas? Weil wir dort einen sehr, sehr großen Zukunftsmarkt sehen. Man kann Influencer durchaus als die neuen Marken verstehen. Also es gibt Influencer, die sich als eigene Marke aufbauen. Und wir haben bisher immer Marken vermarktet. Wir können zukünftig auch Influencer vermarkten. Auf der einen Seite mit unserem neuen Startup InCircles, was von der Gruner & Jahr Vermarktung eben tatsächlich mitbetrieben wird. Und auf der anderen Seite natürlich auch mit unseren eigenen Portalen, insbesondere Club of Cooks, wo wir inzwischen halt sehr, sehr viele Foodtuber unter einem Dach vereinbaren. Und wenn Sie Food-Werbung treibender sind, dann finden Sie da sicherlich den richtigen und passenden YouTuber, um tatsächlich Ihre Markenbotschaften zu vermitteln. Gerade die Trennung zwischen Werbung und Redaktion, ist das da noch gewährleistet? Ich glaube, Gruner & Jahr ist dafür bekannt, tatsächlich klare Anzeigenkennzeichnungen vorzunehmen. Das machen wir bei den YouTubern auch und das verlangen wir von den YouTubern auch. Ansonsten arbeiten wir nicht mit denen zusammen. Gruner & Jahr steht für seriöse Markenwerbung. 2016 haben Sie im Digitalbereich 25% des Umsatzes des gesamten Verlags gemacht. Wächst der Bereich langsam, ja, ich sag mal, aus dieser Rolle des digitalen Stiefkinds raus? Aus meiner Sicht würde ich die Frage natürlich beantworten, ich war nie ein Stiefkind, habe mich auch nie so gefühlt, sondern was wir gemacht haben in den letzten Jahren ist tatsächlich eben ganz genau überlegt, was wollen wir machen, was wollen wir auch nicht machen und haben das konsequent verfolgt mit einer Strategie, die wir vor längerer Zeit entwickelt haben und jetzt sehen wir, dass die Strategie Früchte trägt, sind damit sehr erfolgreich, insofern Stiefkind nein, wir sind sehr, sehr gut unterwegs. Was man so ein bisschen merkt bei Ihnen, wenn man ins Haus schaut, dass Sie Projekte schnell starten und wenn was nicht läuft, auch schnell wieder einstellen. Das merkt man nicht nur im Digitalbereich, sondern auch durchaus bei Print hat man das im vergangenen Jahr gemerkt. Lernt da so ein bisschen der alteingesessene Verlagsbereich gerade aus dem Digitalbereich oder woher kommt diese neue Haltung? Nee, ich glaube, da lernt nicht der eine von dem anderen, sondern es ist, hätte man immer schon mal so machen können, wenn was nicht funktioniert, auch klar zu sagen, oh Mensch, funktioniert nicht, ich mache was Neues. Das ist ja keine Schwäche, sondern es ist eine Stärke. Und ehrlich gesagt gibt es uns wieder Chance, auch wiederum Neues zu machen. Wenn man was nicht mehr macht, was nicht funktioniert, sollte man da das Geld sparen und woanders investieren, wo es funktioniert. Und das haben wir einfach in den letzten Jahren perfektioniert vielleicht. Und sind wir noch nicht ganz perfektioniert, ist übertrieben, aber wir sind sehr, sehr gut unterwegs und werden das in den nächsten Jahren weiterhin so konsequent vorantreiben. Wie lange, was meinen Sie, dauert es noch, bis sich digital und Print auf Augenhöhe begegnen? Zunächst einmal, das ist tatsächlich nicht unser Ziel. Also es geht nicht darum, tatsächlich den Digitalumsatz möglichst groß zu machen. Dann könnte ich halt ein E-Commerce-Unternehmen einfach kaufen, was viel Umsatz macht, aber kein Ergebnis. Darum geht es uns gar nicht. Uns geht es darum, die richtigen Geschäfte zu machen, und zwar Print und digital die richtigen Geschäfte zu machen, sodass wir langfristig ein wachsendes und gesundes Unternehmen sind, wo sich die Mitarbeiter wohlfühlen und wo wir halt spannende Themen machen. Da ist dieses Mantra-mäßige, wir müssen halt einen hohen Digitalanteil haben, das ist nicht in unseren Köpfen.